Hi Leute, ich habe heute Manu hinter der Kamera, beziehungsweise neben der Kamera. Und zwar habt ihr mir richtig unangenehme Fragen bei Instagram gestellt. Und Manu hat sich die Fragen rausgesucht und wird sie mir jetzt nacheinander stellen. Ich bin schon echt gespannt. Ich bin so ein bisschen ahnungslos, weil ich habe mir die Fragen noch nicht angeguckt. Und ja, du kannst jetzt eigentlich mal starten mit der ersten Frage. Was macht Molly da? Ich weiß nicht. Übrigens schmust Molly mit Manu. Und ja, dankeschön. So. Okay, Frage Nummer 1. Wie oft popelst du? Beantworte du die Frage mal. Der macht mich immer richtig fertig, wenn ich popel. Ich popel immer vor dem. Ich weiß nicht, ob es Popeln ist oder ob du irgendwas, keine Ahnung, Krust hast oder so. Aber anscheinend oft. Ja, ich popel eigentlich jeden Tag. Meistens im Auto oder beim Autofahren. Okay, Frage Nummer 2. Hast du dir schon mal in die Hose gemacht? Bestimmt, ja. Also jetzt gepisst oder gekackt? Also gekackt mal auf jeden Fall. Pinkelst du in die Dusche? Ja. Was? Voll oft sogar. Hast du schon mal dein Popel gegessen? Bah, nee, sowas würde ich niemals machen, ey. Was ich immer gerne mit meinem Popel gemacht habe, war an die Bettkante schmieren. Oder früher, Leute, oh mein Gott, ne? Ich habe das an meine Tapete geschmiert. Irgendwann sind meine Eltern so ausgerastet, dass die mein Zimmer neu tapezieren mussten, weil da überall Popel einfach dran hing. Ja, ich war schon echt ein widerliches Kind. Aber Leute, ich erzähle euch mal was. Ich hatte bei mir einen in der Klasse, der hat immer seine Pickel gegessen. Das war so lustig, wir haben den immer gefilmt. Der hat, ich schwör's dir, der hat so seinen Pickel so rausgekratzt und hat den dann gegessen. Das war richtig eklig, Alter, ich schwör's euch. Der hat richtig so seinen Pickel so rausgekratzt und dann immer gegessen, ey. Hast du auch schon mal deine Pickel gegessen? Ich hab keine Pickel. Stimmt, Manu hat keine Pickel. Ist aber echt so, Manu hatte echt noch nie Pickel in seinem Leben. Der hat echt voll die gute Haut. Okay, mach weiter. Hast du schon mal eine Unterhose so lange getragen, bis sie richtig gestunken hat? Bestimmt. Keine Ahnung. Ja, bestimmt. Gerade wenn man so krank ist, also ich kann mich ja daran erinnern, ich war wirklich so 3 Wochen so richtig down, oder nee, mehr als 3 Wochen. So 3 Wochen richtig kaputt. Ich glaube, ich war 5 Wochen insgesamt krank, konnte ich aus dem Bett aufstehen. Da habe ich ja schon, glaube ich, 4, 5 Tage nicht geduscht. Also ich konnte ja nicht duschen gehen. Da hat bestimmt meine Unterhose gestunken. Keine Ahnung. Aber ich konnte ja nicht duschen gehen. Ich kann ja auch nichts für. Also beantworte ich das mal mit ja. Peinliche Erlebnisse mit deiner Periode. Boah, ich weiß gerade gar nicht. Mir fällt dazu eigentlich gar nichts ein. Ich habe die meistens in meiner Schule damals unerwartet bekommen, dass dann immer meine ganze Unterhose voll war, aber man hat es nie gesehen. Das ist so das Einzige, was mir jetzt so einfällt, was peinlich sein könnte, aber es kam halt nie durch. Also ich habe es halt immer irgendwann bekommen in der Schule und ich hatte halt nie einen Plan, wann ich es bekomme. Und habe mir dann auch nie Binden eingepackt oder so, aber zum Glück waren meine Klassenkameradinnen immer versorgt mit Tampons und Binden und dann musste ich mir immer was ausleihen. Und ja, aber so schlimm war das halt nie. Hast du schon mal draußen gekackt? Im Wald. Im Wald. Nee, also im Wald oder ja, generell draußen nicht, aber erinnerst du dich noch an die Busaktion? An was? An die Busaktion. Das war nicht gekackt, aber gepisst. Ja. Manu hatte mal so einen Transporter und das war so lustig und ich musste so pissen, Leute. Das war so unnormal. Und dann meint Manu so, ich so, ja, kannst du irgendwo anhalten im Feld? Er so, nee, mach doch einfach so. Das war mitten auf der Straße und ich musste so heftig auf Toilette. Ey, das war so asozial von dir. Sagt einfach so, stell dich hinten in den Bus rein, sagt er zu mir, und dann mach halt so nach draußen. Da meinte ich so, ja, aber ich habe doch kein Ding, womit ich so steuern kann, womit ich hinmache, ne? Oder wo ich hinmache. Und er so, doch, das kriegst du schon hin. So, ich sollte mich dann so in den Bus knien und dann nach draußen pissen. Leute, wie soll das gehen? Das geht doch gar nicht. Habe ich voll in den Bus reingepisst. Hast du schon mal draußen gepupst, sodass es extrem gestunken hat? Und Leute es mitbekommen haben? Ja, bestimmt. Ja. Hast du das schon mal gemacht? Nee. Ja. Nee, noch nie. Weißt du, was der macht? Der geht so, der geht einfach irgendwo, ne? Dann furzt er voll laut und dann sagt er richtig laut zu mir, warum furzt du? Und alle gucken mich an. Wahrscheinlich. Ja, das hast du, letztes Mal hast du das gemacht, ich weiß gar nicht, wo wir waren. Ja. Irgendwo in Frankfurt, ich schwör, so laut gefurzt, gell? Und seine Fürze, die stinken nie, ne? Das ist richtig komisch. Wahrscheinlich hast du das eingebildet. Ja, genau. Gehst du von mir auf die Toilette? Ja, geht sie. Ja, pinkeln schon, aber kacken jetzt nicht. Ja, aber man hört halt manchmal.
Oh. Ja, zum Beispiel, wo wir in Serbien waren, da waren wir im Hotel, ne? Da gibt es ja nur so eine Glastür. Und er sagt dann halt immer so, kannst du mal bitte runtergehen? So, ich denke so, ja, du musst halt kacken. Dann sagst du einfach, dass du kacken musst. Und ich sag halt immer, ich gehe jetzt kacken. Was kann ich dafür? Und dann sagt er so, boah, du bist so eklig, mach mal YouTube-Videos an. Aber was ich immer ganz gerne mache, wenn so eine Situation aufkommt, ich gucke dann entweder so Videos, das macht er halt auch immer, damit man es halt eben nicht hört, oder ich mache halt Klopapier schon in die Toilette rein, damit man das halt nicht hört, also das Plumpsen nicht hört. Macht er einfach einen Föhn an oder so? Ja, stimmt, er macht auch immer einen Föhn an, wo ja, ich muss denke, verteil den Geruch von der Kacke. Nee, wenn ich duschen war, dann mache ich den Föhn an. Okay. Furzt du von mir? Ja. Ja. Nichts Besonderes bei dir. Ja, mach ich echt immer. Letztens, wo wir nach Serbien oder nee, wo wir zurückgefahren sind, gell, ich hatte so Blähungen und ich habe das ganze Auto voll gefurzt. Und er macht die ganze Zeit Fenster runter, sagt, ich bin so eklig, meine Mutter lacht die ganze Zeit nur kaputt. Aber ganz ehrlich, bei langen Autofahrten, ich habe immer Blähungen, gell. Aber ich furze echt immer und dann sage ich immer so, nee, war ich nicht bei der Runde. Wie oft in der Woche gehst du auf Toilette? Groß. Allerhöchstens zweimal oder dreimal. Ich gehe alle, sag ich mal, alle drei Tage auf Toilette. Also ich gehe nicht jeden Tag. Manche müssen da jeden Tag. Du gehst auch nicht jeden Tag kacken, oder? Ich gehe nie kacken. Ja, Manu geht nie kacken, genau. Hattest du schon mal Fußpilz? Nein. Hatte ich noch nie, weil mein Opa hatte das früher mal voll oft. Ja, aber ich hatte selber noch nie Fußpilz. Ist das für dich ein Problem? Groß woanders zu machen. Na, was heißt woanders? Also so ein Hotel ist nicht, nee. Weil da fühlt man sich ja so geborgen, sag ich mal. Aber so draußen auf öffentlichen Toiletten könnte ich das irgendwie nicht. Ich glaube, da würde ich mir echt lieber in die Hose reinkacken, als irgendwo draußen scheißen zu gehen. Hast du schon mal jemanden angekotzt? Nee, gell? Was fragst du mich? Ja, aber dich habe ich ja noch nie angekotzt. Nee. Drückst du deine Pickel aus? Ja, immer. Ich drücke immer meine Pickel aus. Da kenne ich nichts. Ich kann das irgendwie nicht sehen, wenn da so ein weißes Eiterding ist. Bäh, das kann man doch nicht so lassen. Ich muss es immer ausdrücken. Ich habe mir hier an der Lippe übrigens auch letztens so einen Pickel ausgedrückt mit einer Nadel sogar. Ich habe da reingestochen, jetzt habe ich hier so eine Kruste. Und hier oben drüber auch. Aber ich glaube, ich konnte das ganz gut abdecken. Ich habe da wirklich richtig übertrieben, dass sich da wirklich so eine richtige fette Kruste gebildet hat. Aber lieber Kruste haben als Eiter oder generell. Keine Ahnung, ich drücke irgendwie alles aus. Sollte man eigentlich nicht machen, aber ich mache es tatsächlich immer. Hast du schon mal was bei Freunden geklaut? Nee, geklaut eigentlich nicht, aber ich habe gerne mal Sachen vertauscht. Also was heißt vertauscht? Zum Beispiel, ich kann mich daran noch richtig gut erinnern, wir hatten damals so ein Lafay-Poster, so in Lebensgröße und ich war voll der Lafay-Fan. Und meine Freundin und ich hatten dann so eine Zeitschrift gekauft und bei mir war das Poster leicht angerissen und es hat mich so sauer gemacht, weil diese Zeitschrift, Leute, hat vorher 3,50 Euro gekostet, das war voll teuer. Und sie hatte dann halt eine neue Zeitung sozusagen ohne ein zerrissenes Poster drin. Also es war nur ein bisschen zerrissen, aber mich hat das trotzdem so aufgeregt. Und dann habe ich halt einfach so heimlich die Zeitung vertauscht und sie hat es halt nie gemerkt. Und ich hatte dann halt so das Poster, welches nicht zerrissen war. Ja, das habe ich früher mal gemacht, aber ansonsten so geklaut habe ich eigentlich nie. Auch in Geschäften oder so habe ich eigentlich noch nie geklaut. Aber eine Freundin von mir hat mal in meiner Anwesenheit ein Freundschaftsarmband für uns geklaut. Das werde ich nicht vergessen, da war ich sogar dabei. Beim Irrplatz war das früher, das war wirklich so lange her schon. Und dann wurde die tatsächlich erwischt und meinte so, was wollen sie denn von mir? Ich habe da nur meine Busfahrkarte eingesteckt. Das war so übel. Ich dachte so, oh mein Gott, ey, jetzt kriege ich auch noch voll Ärger, obwohl ich nichts gemacht habe. Aber vor sowas, ich glaube, sowas würde ich echt nicht machen. Also würde ich nicht riskieren, nie im Leben, ey. Wenn ich kein Geld habe, dann lasse ich es halt einfach sein. Würde ich euch auch raten, klaut am besten nichts. Aber was ich früher mal gemacht habe, doch, also wenn man das als Klauen bezeichnen kann, ich habe beim Obst bin ich immer so rumgegangen und habe ein paar Erdbeeren gegessen, so während des Einkaufens. Ich weiß nicht, ob man das als Clown bezeichnen kann. Genau, das ist so das Einzige, was ich mal gemacht habe. Ja. Wie oft rasierst du dich untenrum? Ja, ganz einfach zu beantworten. Einmal die Woche nur. Was heißt nur? Also jeden Tag. Es gibt auch wirklich auch Leute, die machen das jeden Tag, aber tut euch das dann nicht weh? Also da entstehen ja dann voll viele Rasierpickel und die Haut ist voll gereizt. Also ich mache das allerhöchstens wirklich einmal die Woche. Hast du mal was an dir machen lassen, OP-mäßig? Nee. Also eine OP hatte ich noch nie irgendwas gemacht. Ich habe nur meine Zähne gemacht, das wisst ihr ja, und meine Lippen. Aber ist jetzt eh eigentlich schon fast alles weg. Hast du dir vor Angst schon mal in die Hose gemacht? Ja, vor Angst, oh mein Gott, jetzt fällt es mir ein.
Jetzt erzähle ich euch mal was. In Physik hatten wir früher in der Schule immer so einen Lehrer, der hat jede Woche jemanden nach vorne geholt und der musste an der Tafel irgendwelche Aufgaben beantworten und etwas an die Tafel malen meistens. Und das waren immer 10 Fragen und es gab 10 Striche und dann hast du halt jeweils Noten bekommen. Ich glaube, 3 falsche Antworten waren halt schon Note 3 oder so oder 2 noch, keine Ahnung. Auf jeden Fall dürftest du nicht viel falsch machen, damit du eine gute Note bekommst. Und in Physik war ich eh nie so gut. Ich hatte da immer eine 3 plus, glaube ich, oder 2 minus, irgendwie sowas. Und ich war ja früher in der Schule, ich hatte immer nur 1 und 2, nur eine 3 war schon richtig schlecht für mich. Und ich hatte voll Angst davor gehabt, ne? Und dann hat er mich dann aufgerufen und ich war gar nicht vorbereitet, weil es ging eigentlich mal so nach dem Alphabet. Aber weil jemand, der vor mir dran war, krank war, wurde ich dann drangenommen. Und ich war voll nicht drauf vorbereitet, sonst hätte man halt gelernt und so. Und ich war so geschockt, dass ich drankomme und auch noch vorne vor der ganzen Klasse. Und habe ich mir wirklich minimal in die Hose gepisst, weil ich so Angst hatte und so auf Toilette musste. Ich konnte es nicht mehr einhalten. Und danach war auch zum Glück Schluss. Wir hatten nämlich die letzte Stunde nur Physik, also nur eine Stunde. Und das war wirklich Horror. Da hatte ich wirklich so Angst. Und dann hatte ich eine 2 plus bekommen, tatsächlich ohne Lernen. Aber ich habe trotzdem solche Angst gehabt und habe mir wirklich so minimal in die Hose gepisst. Ja. Das muss ich definitiv zugeben. Also, wenn das mein Physiklehrer hier sieht, ja, du hast mir damals echt ganz schön Angst gemacht. Ja, war es das oder was? Nee, eine letzte Frage noch. Eine letzte Frage noch, okay. Lügst du oft? Lüge ich oft? Das weiß ich doch nicht. Das weiß ich doch nicht, sagt er. Er sagt immer zu mir, ja, du lügst voll. Ich sag so, ich gehe einkaufen, er sagt so, du lügst. Ich so, warum? Du bist bestimmt nicht einkaufen, du bist bestimmt keine Ahnung wo. Ich denke mir so, hä, warum soll ich lügen? Also so klar, so kleine Notlügen, so, ja, wo bist du? Ja, gleich zu Hause, obwohl ich dann schon, keine Ahnung, noch einkaufen bin oder, keine Ahnung, sowas mache ich halt mal ganz gerne. Oder kommst du gleich runter? Ja, ich komme. Und dann bin ich immer noch nicht da. In 10 Minuten, so auf die Art. Ja, das waren jetzt auch schon alle Fragen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen. Also mir hat es sehr Spaß gemacht, falls wir nochmal so einen zweiten Teil drehen sollen, wo Manu eventuell auch neben mir sitzt und die Fragen auch mit beantworten muss. Das wäre auch mal ganz witzig. Dann lasst uns das sehr, sehr gerne wissen, beziehungsweise mich. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon beim nächsten Video wieder. Und bis dann. Ciao.